Hallo erstmal, erzähl doch einfach mal, du wechselst jetzt vom TuS Ehrenfeld zum FC Pesch. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Genau, ne, weil ich wieder hochspielen wollte. Ich wollte mir jetzt wieder, so wie gesagt, zusammen meinen Arsch zusammenreißen und jetzt einfach mal wieder hochspielen und Gas geben und nicht mehr unten spielen. Einfach mal zeigen wieder, was ich kann. Ja, das habe ich auch schon gelesen, dass ja damals auch bei Ossendorf war das, glaube ich, dass das mehr so eine Sympathiesache war, dass viele sagen, von deinem Talent kannst du auf jeden Fall höher spielen. Denkst du, Landesliga ist da jetzt erstmal nur der Anfang oder geht es noch weiter hoch? Das ist erstmal der Anfang, auf jeden Fall. Jetzt ein Jahr Gummi geben und dann hoffe ich, dass es wieder hochgeht. Der FC Pesch, hast du ja einen Verein ausgesucht, der letzte Saison, ja, sagen wir mal, eine turbulente Saison hinter sich hatte. Es gab Niederlagenserien oder sagen wir mal Serien ohne Punkte, aber auch Siegesserien. Abstieg knapp verhindert. Wie schätzt du die nächste Saison da ein? Viel besser, sage ich auf jeden Fall. Ich sage dieses Jahr nicht den Aufstieg, aber wir spielen oben mit auf jeden Fall. Ja, hat es ja auch ein bisschen da im Sturm gehapert. Vielleicht lag es ja auch daran. Jetzt kommst du mit deiner Bombenquote von 30 Toren in 30 Spielen waren es, glaube ich. Glaubst du, die Quote kannst du jetzt in der Landesliga fortsetzen? Es wird schwer. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Ich hoffe es. Denkst du, du hast einen Stammplatz? Hast du die Mannschaft schon so ein bisschen kennengelernt? Ne, ich kenne manche davon. Spielen alle super Fußball. Überragend. Aber ich gebe mein Bestes und ich denke mal schon. Dann noch eine nicht ganz ernst gemeinte Frage. Was sagt dein Vater zu dem Wechsel? Das weiß er eigentlich noch gar nicht. Deswegen. Aber der ist bestimmt stolz drauf. Willst du ihn vielleicht mal hier in die Kamera grüßen? Dann sieh das. Klar. Nee. Aber auf jeden Fall, der wird freuen. Alles klar, super, vielen Dank.